Alles klar. So, dann kommen wir jetzt zum Thema, was leider meines Erachtens zu wenig genutzt wird, weil ich liebe es. Und ich habe gesehen, da gibt es noch ein bisschen Übungsbedarf. Und zwar diese wunderbare, schöne Flagge hier. Wo ist die Flagge hin? Hinter dir. Ja, die Flagge ist nicht gehisst, weil irgendein Rekrut hat Heute das heute Nachmittag. Morgen wieder verpennt. Kann mir schon denken, wer das war. Alles klar, es geht um den Halo Jump. So. Ja, rückt mal ein bisschen beieinander zusammen. Das ist so, ihr seid so. Ich habe euch Kommt nicht mal her, alle auf dem Leute her. Schirm. Macht da mal ein bisschen kuscheln Dann und kommen wir so. mal eine enge Wolke. Ganz enge, schwule Eine Wolke. Alles schwule klar. Reihe oder so. Halo Jump. Er hat es noch nie gemacht. Ich, Castus. Okay. Halo Jump geht so, oder besser gesagt, wir fangen ganz vorne an. Halo Jump ist sozusagen ein Fallschirmsprung ohne Flugzeug. Also du fliegst aus dem Nichts, hast aber einen Fallschirm dabei, Gott sei Dank, und den öffnest du halt und kommst runter. Der Sinn vom Halo Jump ist, dass man unerkannt runterkommt. Feindgebieten auch ab und zu mal vonnöten. Heißt, wenn ihr den Schirm zu früh öffnet, fliegt der Beschuss rein eventuell. Optimal, wenn ihr natürlich ebene Fläche unter euch habt, sind so 100 Meter. Wenn ihr bei 100 Metern den Schirm öffnet, habt ihr noch genügend Zeit zu steuern, besser gesagt zu bremsen, damit ihr sanft aufkommt. Weil wenn ihr über 10 km/h, glaube ich, aufkommt, kann es sein, dass ihr explodiert. Explosion soll halt einfach demonstrieren, oder die Explosion soll euch Schaden zufügen, das heißt, ihr seid dann verwundet. Deshalb, irgendwie mussten da was einbauen, was euch Schaden macht, deshalb diese fette Explosion, was zum Teil echt Häuser einreißt. Deshalb guckt auch immer, wo ihr landet. Es ist nicht so schön, wenn ihr da unter Tauern einreißen würdet oder so. Menschliche Ja. Rakete. Steuern könnt ihr denn auch, wenn ihr noch nicht hier geöffnet habt, natürlich ganz normal WASD. Öffnen könnt ihr den Fallschirm übers Mausrad-Menü, da kommt dann Open Parachute. Das heißt so viel wie öffnet den Fallschirm. Oben Mitte vom Bildschirm seht ihr eine Zahl, die ziemlich rasant nach unten geht. Das ist die Höhenangabe. Eben da, wie gesagt vorhin, 100 Meter ist so, das, ja, fast perfekt. Es geht auch noch ein bisschen tiefer, aber das ist geländeabhängig und auch Übungssache. Ja, nicht den Schirm irgendwie über 200 Metern öffnen oder so, weil da seid ihr nachher viel zu lange unterwegs. Sollte euch das aber doch mal passieren, dass der Schirm zu früh aufgegangen ist, dann könnt ihr den abschneiden, User joined the sofern call. ihr zuvor die Taste belegt habt dafür. Kommen wir gleich dazu. Hallöchen. Hallöchen. Servus. Tag. Habt ihr soweit jetzt noch Fragen? Das waren jetzt gerade ein bisschen viele Informationen. Ja, Ja? Skipper. Ich konnte bei den letzten Halo-Jumps, die wir aus dem Flugzeug gemacht haben, konnte ich immer nicht steuern nach links und rechts am Fallschirm. Ich weiß nicht warum, also mit WASD. Sollte weich gehen. Also grundsätzlich ist es kein Steuern, wie du es jetzt im Sinne vom Steuern kennst, sondern Ist auch ein Gleiten. du fliegst halt nur in die Richtung, nur geradeaus, beziehungsweise rückwärts. Das heißt, wenn du in eine Richtung haben willst, sprich zum Beispiel, du willst weiter links landen, dann musst du dich erst dorthin drehen und dann dementsprechend auch die W beziehungsweise S-Taste drücken. Erst dann bewegst Ach du dich so. vom Fleck. Du musst immer So. denken, du gleitest mit dem Schirm nach vorne. Wenn du nach Ja, rechts aber ich. willst, musst du dich erst nach rechts drehen und dann gehst du nach vorne wieder. Okay, also es geht nicht wie mit den Helis und so, dass du mit Nee, mir nee, nee, du die. kannst dich nicht einfach da so. Hast ja keinen Motor, gar nichts, dann Naja, aber ich hast du nur einen dachte halt, Schirm. so nach dem Motto, wenn du auf A drückst, dann zieht er halt am linken Dings hier an der Strippe, weißt Du meinst jetzt beim Fallen oder meinst du jetzt auch mit offenen, geöffneten Schirm? Mit geöffnetem Schirm. Gut, sollte Kommt eigentlich eigentlich klappen, so. ja. Müsste Nee, das selbst ist bei ja A gerade müsste sich das drehen. wollte ich auch hinaus. Es funktioniert halt nicht. Eben, Wenn ich im dann freien Fall bin, geht teste das das alles nachher kein mal, Problem. wenn es immer noch nicht geht. Sagt Bescheid. Dann müssen wir eine Lösung suchen. Aber das sollte eigentlich funktionieren, weil
Wäre mir nicht bekannt, dass man die Steuerung irgendwie Mir nämlich auch nicht, deswegen habe ich mich gewundert. Okay, ich guck's nachher nochmal. So, jetzt noch Fragen. Ab wann öffnet ihr den Schirm? Oder Meter. Also zwischen 150 und 100 Meter. 100 ist dann wirklich, bei 100 muss er auf, weil ihr müsst dann noch abbremsen, weil wenn ihr den Schirm öffnet, habt ihr Speed drauf. Wie gesagt, wenn ihr zu hart aufkommt, dann macht's Boom. Das ist sehr unschön, vor allem eben, wenn Häuser in der Nähe sind, wenn noch Kameraden in der Nähe sind und so. Ja, wie öffnet man den Schirm? Mit dem Mausradmenü. Alles klar. So, wenn keine Fragen mehr sind zur Theorie, dann machen wir jetzt einen Praxistest. Ich hätte noch eine kurze Sache anzumerken, damit nicht nur dieses Fachwort Halo so im Raum steht. Also Halo steht eigentlich nur für High Altitude Low Opening, also nicht mehr als hoher Absprung, geringe Öffnungshöhe des Schirms. Und wir bei Arma benutzen ja relativ niedrige Höhen im Verhältnis. In Wahrheit springt man halt aus deutlich größeren Höhen, also oberhalb der 7 Kilometer bis, keine Ahnung. Also du 10, kannst, wenn du die Kilometer Zeit mitbringst, auf 20 Kilometer abspringen. Okay, dann wenn Kim irgendwann mal oder irgendein anderer Pilot irgendwann mal mich auf die Höhe fliegt, dann machen wir das. Du kannst hier am Halo Jump 20 Echt? Kilometer eingeben. Okay. Aber ich würde es dir nicht anraten, weil bis du unten bist, sind wir durch. Genau, das meine ich halt. Und alles da klar. Wird der Schirm auch erst frühestens in spätestens in 800 Meter Höhe geöffnet, also. In echt öffnet man den Schirm natürlich nicht so tief. Also, es gibt jetzt noch gewisse Sachen. Manchmal kann es vorkommen, dass auf gewissen Maps oder so der Schirm sich von alleine auf einer gewissen Höhe öffnet. Ist in der Regel zu hoch, also zu früh. Um das zu verhindern, einfach wenn ihr ohne Schirm, also im Schwebeflug seid, dann drückt W oder S. Dann verhindert ihr, dass der Schirm sich automatisch öffnet. Könnt ihr wirklich auf die 100, 150 Meter gehen und den Schirm öffnen. Alles klar? Ja. Okay, noch Fragen? Ja. Keine Fragen. Okay. Sparte öffnen. LZ ist markiert. Jungs, das ist ein Basketballfeld. Wer die Mitte trifft, hat Checkpoint, ne? Wir springen nacheinander ab. Wir gehen jetzt zur Stange. Und da bitte ich euch. Nur. Oh, sorry, Granate geworfen. Wow. Auch eine Granate. Also, hatten wir das Thema nicht schon mal? Ja. Bescheid geben, was du wirfst. Und vor allen Dingen richtig. Wenn es eine Rauchgranate ist, dann Bescheid geben, dass du eine Rauchgranate geworfen hast. Und keine Granate. Ja, ja verstanden. Gut, wow. Fast was ist jetzt die LZ? Was? Achso, ja, ich sehe alles da. So ist da schon einer? Ja, da ist gerade schon einer in der Luft. Luft. Ist das? Andi? Das ist Andi, ne? Alles klar. Also, wir gehen jetzt an den Mast. Öffnen den Halo. Bitte, klickt nur das, was ich euch sage. Weil sobald ihr dann auf der Karte seid und linke Maustaste drückt, dann springt ihr auf den Punkt. Alles klar? Ja, positiv. Ja, so, dann mal die ersten vier zum Mast kommen. Links oder rechts? Vier Freiwillige. Vier Freiwillige. Die zu spät sind, müssen noch kurz warten. So. Klickt ihr auf Halo Jump, Maus raus. Da könnt ihr die Höhe bestimmen. Wir springen ab aus 1200 Meter. Wenn ihr die 1200 Meter eingestellt habt, steht unten, wähle eine Taste. Könnt ihr draufklicken und die Taste auswählen. Silencer. Nehmt da am besten die Taste C. Silencer. Der ist hier. Alles klar? Hey, ja. Wie sieht das aus? Ist wofür? Das ist die Taste, um euren Fallschirm abzuschneiden, falls ihr der Ach, das Tastatur wieder verlegt. Ja, kurze Frage, hat man immer einen Fallschirm dabei? Ja. Okay. Also, du hast zwei Schirme. Wir springen ab, wenn der Schirm sich zu früh geöffnet hat. Könnt ihr die Taste drücken, die ihr gewählt habt, aber ihr müsst hier eine Taste wählen, wenn ihr keine wählt, dann ist auch keine dazu bestimmt. Ja. Damit könnt ihr den Schirm abschneiden und euren Reserveschirm öffnen. Das geht genau gleich wie der andere Schirm. So,
Jetzt, wenn ihr das eingestellt habt, geht ihr auf Schließen. Danach, wenn ihr das geschlossen habt, wie gesagt, ja nicht linke Maustaste drücken. Ihr könnt jetzt mit dem Mausradmenü noch rauszoomen bei der Karte und auch reinzoomen natürlich. Mit der rechten Maustaste könnt ihr die Karte weiterhin bewegen, mit dem Cursor über LZ gehen und dann auf Kommando linke Maustaste, dann springt ihr ab. Alles klar? Alle über LZ drauf? Ja. Dann Root springen. Root habe ich gesagt springen, aber egal, Root steht immer noch hier. Ich bin gesprungen. Steht immer noch hier. Hast du's? Ja. So. User joined your channel. Ja. User, hey, hörst du mich hin? Der wird bestimmt noch essen sein. Hey, alles gut, ich bin auf jetzt ist und hab mein Mikro gemutet. Dazwischen Schmatze. Los. Oh. Dot 6 war an. Bis jetzt hat es noch keiner geschafft, drinnen zu landen. Nicht? Ne. Also Giano ist ziemlich weit abgetrieben. Sagen wir mal knapp 100 Meter. Skipper ist in der Sandbarrikade, hinter der Sandbarrikade gelandet. Das war relativ nah. Kastus sieht gut aus und Groot eigentlich auch, wenn sie sich jetzt nicht versteuern. Ja. Also hast du ein Helmet schon hingestellt? Ich hab ein Helmet, ja, damit können wir dann zurückfahren. Ich will eben... Root ist im Dreier. Root ist im Dreier gelandet. Castor ist auch sehr gut. Alles klar. Gut. So, das waren alle vier, hm? Das waren alle vier. So, dann die nächsten vier. So, also das gleiche nochmal für euch. Ihr öffnet Halo Jump mit dem Mausrad-Menü. Stellt bei Höhe 1200 ein. Geht unten bei Wähle eine Taste, am besten auf C. Ihr könnt natürlich auch eine andere wählen, aber ja nicht A oder der A sicher nicht. Weil A braucht ihr ja zum Steuern. B auch nicht. Also nehmt am besten C, die könnt ihr schnell erreichen. Und die ist nicht belegt beim Halo Jump sonst. So, wenn ihr C drin habt, geht ihr auf Schließen. Und dann, wie gesagt, ja nicht mehr, linke Maustaste drücken. Haben das alle soweit? Ja. Positiv. Positiv. So, ihr könnt dann, wie gesagt, mit der rechten Maustaste weiterhin die Karte verschieben. Ausradmenü zoomen, reinzoomen, rauszoomen. Dann mit dem Cursor über LZ gehen. Und dann, wenn ich Kommando gebe, mit linker Maustaste springen. Doc, ich bin mal vorne. Alles klar. Form on me. 50. Rally up. 6. Return to formation. 5. Form on me. Permo. Ja komm, mach den Rekruten mal vor. Sehr gut. 30. Form on me. Der war zu schnell. Wo macht man das, Jungs? Da ist irgendwie eingeschlagen, Alter. War das Permo? Nee, ich bin hier. Ich bin im Roten gelandet. Sehr gut. Ja gut, Dev. Da erwischt. Age hier. Ja gut. Wer hat Sandy Zeug dabei? Ach du Scheiße. In der Luft explodiert, okay. Oh je. Vielleicht mit so einem Vogel zusammengeknallt? Silencer. Thermos, glaube ich, auch explodiert. Ich musste den Schirm aufrechten öffnen, weil ich sonst voll in einen reingeflogen wäre. Ich bin hier, Andi. Ich bin noch im Roten gelandet. Ah, sehr schön. Silencer. Fast? Ah, fast. Der tot? Nee, ne? Nee. Ich muss den Schirm ein bisschen früher öffnen, sonst wäre ich voll auf einen drauf geknallt. Irgendein, ich glaube, Silencer hat den Schirm recht früh gezogen. Ich habe den richtigen Zeitpunkt nicht. Ich bin einfach einmal so schnell, dass ich... Oh! Wow! Ah! Bis er jetzt explodiert, getroffen. Ja.
Das stimmt aber irgendwas nicht mit, oder? Ja, ich kann mir falsch am Honig öffnen. Wie ging das irgendwie nicht? Gute Frage. So, wir hatten mich eben abgeschossen, ey. Keiner. Der eine Silence ist umgekippt. Medic. Ich kümmere mich drum. Schieb mich doch nicht weg. Oh, das war falsch. Ups. Oh, geil. Ja, danke schön. Sorry. Ah, Andi, ja, Rekrutentraining absolvieren. Wo ist er hier? Du bist doch Jeff. 4 Wochen geht's nächste Rekrutentraining 1 los. Da kannst du dich nochmal anmelden. Wo ist hier Alter, was ist heute los, Permo? Okay. Ein Member nach dem anderen showing auf dem Server. Hier ist doch Doc, ne? Ich weiß auch nicht, was wir heute holen. Hast du noch mehr Schmerzen, oder? Rekrut, Jeff. Nochmal Aufführung, okay. Meldet sich zum Dienst. Dicht wird wieder besser. Und kann jetzt. Hast du noch Schmerzen? Ich überprüf dich nochmal. Das war auch Schmerzen, heftig. Das dritte Mal Morphium jetzt. Alright, Permo, gerade. Ja. Ich gebe nochmal ein Safe-Kit. Bin auch verwundet. Alle, die wieder fit sind, einmal auf dem Helmet. Hinten rein. Ich will euch Gesindel bei mir vorne nicht haben. Alle drauf? Adi, könnt auch alle drauf. Jo. Das sieht dann halt so komisch aus. Ja, mein Buschmann. Hm, wer hat da nicht zugehört? Alle drauf? Ja, ich bin aber froh, dass Permo heute nicht fährt. Ich fahre. Permo fährt. Ja, der vergisst mich wieder. Nee, nö, Partyschwein ist drauf. Da kommen wir durch. Machst du euch hier fertig rein? Alle aussteigen. Vorhin waren wir noch 8 Rekruten, auf einmal stehen ganz viele da, was ist denn los? Wir haben uns da oben vermehrt. Ich weiß auch nicht. Alles klar, die nicht Rekruten sind, bitte hinter uns stellen, also. Luftbestäubung nennt man sowas. Alles klar. So, Jeff ist hier. Ja, Jeff, du hast jetzt leider ein bisschen was verpasst. War nicht allzu schlimm. So, Leute. Fragen. Besser gesagt, wer hat es nicht geschafft, heil anzukommen? Welch ich, ja. Angekommen bin ich heil, aber nicht da, wo ich hin sollte. Okay, und wieso? Keine Ahnung. Fallschirm geöffnet und schon war ich unten. Wahrscheinlich zu spät geöffnet. Ich konnte nicht steuern. Du konntest gar nicht steuern? Nee, nur vorne und hinten. Also A und D geht nicht, wenn der Fallschirm geöffnet ist bei mir. Ich weiß auch nicht, warum. Strange. Puh, sehr gute Frage. Ich hab bisher auch noch nie gehört, das Problem. Was war bei dir das Problem? Auf jeden Fall, dass das Mausrad zu früh geöffnet, dass es zu früh geöffnet, dass es wieder weggehen wollte, dass es nicht klicken konnte, wie gesagt, ich bin aufgeschlagen. Also, erstens, wenn ihr das Mausradmenü zu früh öffnet, das geht mit der Zeit wieder weg. Ja. Das heißt, wenn ihr dann euch nicht achtet und draufklicken wollt, das Mausradmenü wieder weg ist, dann öffnet sich der Schirm auch nicht. Deshalb dreht erst an den Teil, wenn ihr wirklich kurz davor seid, den Schirm zu öffnen. So, dann noch was Kleines von mir. Ja, weiter. So. Kleines von dir. Hä? Ein kleines von dir, sprich weiter. Ja, kleiner Tipp von mir. Wenn es euer Rechner mitmacht, ihr Halo Jump machen müsst, schraubt die Sichtweite hoch. Erstens, richtig geiles Feeling. Ihr seht richtig weit. Zweitens kann es sein, dass Leute, die nicht eine hohe Sichtweite drin haben oder auch die Sichtweite erst gar nicht einstellen, weil standardmäßig ist die auf 1600,
Dann springt ihr von 1500 Meter oder so, da seht ihr erstmal nur weiß. Seht ihr einfach erstmal gar nichts. Besser, wenn so ihr Rechner mitmacht, schraubt die Sichtweite hoch. Ja, ich meine, rein theoretisch 3000 Meter reichen, wenn ihr aus 1500 abspringt. Aber eben wie gesagt, das Feeling ist halt richtig geil, wenn ihr richtig weit seht im Halo. So, denkt ihr, ich kriege das jetzt alle nochmals hin? Positiv. Ohne, dass irgendwas Boom oder sonst irgendwas macht. Ja. Ja? So, also dann einmal Karte öffnen. Neue LZ ist eingezeichnet. Von unserer Position aus Osten, auf der anderen Seite der Insel. Sieht die jeder? Ja. Positiv. Ja. Ja. Alles klar, das ist der Schießplatz, wo wir letztens RT1 abgeschlossen haben. Guckt, dass ihr da landet. Guckt, dass ihr da bitte nicht die ganzen Häuser einreißt. Alles klar? Ja. Positiv. Also, wir machen wieder die gleichen vier als erstes auf mein Kommando. Höhe 1500 Meter. Jeder, der bereit ist, sagt bereit. Was für ein Rumpf? Ja. Sergeant, was? Private Rumpsey. Ja. Lass mich mal bitte mit der zweiten Gruppe. Ich will mal kurz an meine Steuerung gucken, ob ich da. Alles klar. Bereit. Das? Brauchen noch einer? Doppelsteuerung, Steuerung. Jano bereit. Castus bereit. Okay, Jano sprengen. Root bereit. Danke. Root sprengen. Castus sprengen. Ja, so, die nächsten. Rally up. 2. Regroup. 10. Fall back. 16, fall back. 1200? 1500. Ach, 1002 kannst du auch machen, also. Gut, bin ready. Alles klar. Dann, Death springen. Silencer springen. Jawohl. H, Sprung. 6, fall back. Kai, Sprung. Geronimo. Aban, springen. So, Chef? Ja? Hast du es schon mal gemacht? Nein, noch nicht. Halo Jump, alles klar. Du weißt, was ein Halo Jump ist? Nein. Doc, ich gehe schon mal hinterher. Alles klar. Die Rest von dem Member können eigentlich alle hinspringen. LZ ist markiert. Los, hopp, hopp. Lass mich in Ruhe. Form on me. 11. Form on me. 16. Return to formation. 8. Regroup. 6. Return to formation. 3. Rally up. 2. Ah, da unten sehe ich den ersten, den zweiten und den dritten gelandet. Red nicht rum wie so wildgewohnte Hühner, trefft euch gefälligst an der Wasbox. Jungs, hört ihr mich? Natürlich nicht. Spacebug, verdammt. Das kann sein. Oh. Alle Privates. Die Private. Du bist Private. Ja, und Sie sind schon wieder der mit der knirrigen Uniform. So wie ich das sehe. Also, weil sie versuchen wohl mit ihrer Waffe etwas zu kompensieren, so wie ich das sehe. Jungs. Durchaus möglich, aber das sollte sie nicht mehr interessieren. Weitermachen. Hört ihr mich? Verstanden. Hallo.
Wer ist das hier überhaupt? Ach, das sollte ich ja nicht sagen, ne? Oh, was? Sorry, das sollte ich ja gar nicht sagen. Was geht dich das überhaupt an? Wer ist das hier überhaupt in der Hundleib-Uniform? Kastus, okay. Ja. Auch nett, sticht er vor. Mein kleiner, grüner Kaktus. Oh, Shockwave, manchmal feier ich dich. Oh Mann, Alter. Ja, ist doch cool. Oh. Ja, ne? Macht ihr, was habt ihr so gemacht bis jetzt? Party. Besoffen. Die Koks. Titten, alles. Nur einen Koks und Alkohol. Nee, Information und... Golfspiel. Landest. Information, Helo-Jump und Fahrzeugfunk. Oh. Perfekt. Wo hört ihr mich jetzt wieder? Jo. Oh, Perma. Ja. Jungs, was ist hier los? Permo, ist das so ein Sauhaufen? Oh nein, Mann. Hm, Permo? Ja. Warum hängt die Kamera, wenn der Fallschirm sich automatisch öffnet, bei mir bei den Nippeln? Es liegt daran, dass deine Nippel so geil sind. Oh, das ist aber schön gesagt. Also da oben ist es ja kalt, nicht? Ja, weißt du, wie das ist. Kamera ist manchmal ein bisschen komisch. Einfach mal ein bisschen Kamera drehen und rein- und rauszoomen hilft auch. Okay. Ich habe zum Beispiel jetzt auch den Fall schon gehabt, dass mein Rucksack immer nach vorne gerutscht ist. Also den Rucksack, den man dabei hat, der ist ja auch sonst irgendwo. Und den hatte ich dann halt direkt in meiner Kamera drinne. Ja, okay. Einfach ein bisschen WASD drücken und ein bisschen ran und rauszoomen, denn rutscht das Ding schon wieder.